Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Dark mit Lizzie auf Interloper. Und in der letzten Folge haben wir beschlossen, dass wir nochmal auf Erkundungstour gehen. Vielleicht die letzte Erkundungstour, die wir hier an der Küstenstraße machen. Und damit uns nicht langweilig wird, nein, eigentlich damit uns nicht so schnell kalt wird, werde ich jetzt hier nochmal ein Stündchen Wolfspelzmantel dranhängen, ne, damit wir uns hier aufwärmen. Das ist ja durchaus ganz nützlich, wenn wir das tun. So im Warmen rausgehen, macht ja durchaus Sinn, ne? Oh, jetzt haben wir... Oh, jetzt hat der Wolfspelzmantel schon Gewicht bekommen. Das ist natürlich, das ist ein Idiot. Das müssen wir nämlich mit uns rumschleppen hier, ne? So, wie viel Wasser haben wir mit dabei? Ja, das nehmen wir auch mit, komplett. Jetzt gehen wir erstmal raus. Und dann packen wir uns das Wolfsfleisch ein, was hier noch draußen liegt, nämlich das, das und das. Und das werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen essen. So. So. Perfekt. Ja, und dann machen wir uns quasi auf den Weg, würde ich sagen. Ne? Wetter ist relativ gut. Temperatur ist minus 15 Grad, ne? Was soll ich sagen? Ist aber jetzt nicht so motherfucking cold, dass wir nicht laufen könnten. Also minus 15 Grad ist ja schon eher so eine Temperatur, mit der wir uns arrangieren können. Oder vielleicht sogar müssen. In unserer aktuellen Situation. So. Jetzt so, hallo Bär. Na, wie geht's dir? Alles klar? Mein Freund der Sonne. So, es gilt jetzt nur, wir werden dann jetzt hier an der Straße entlang und werden versuchen, oh, ein Hirsch, die Autos auseinanderzunehmen. Also, Quatsch, nein, die Autos auseinandernehmen, nein, die Kofferräume der Autos zu plündern. So, da ist ein Wolf, der wandert gerade nach links, ne? Jetzt ist ja the big question. Da ist ein Hirsch. Wollen wir uns... Oh, guck mal, der wandert... Oh, der wandert gerade in unsere Richtung, ne? Eigentlich müsste ich das jetzt wirklich versuchen. Denn das ist natürlich eine Situation, die jetzt nicht so uncool ist für uns, ne? Wir sind noch relativ warm. Der Hirsch ist einmal in der Nähe. Und wir müssen ihn ja jetzt nicht ad hoc auseinandernehmen. Ja, er kommt auf uns zu auch noch. So mehr oder weniger. So, pass auf. Ich werde das mal probieren. Ah. Okay, Pfeil kaputt. Hirsch getroffen. Ich werde den jetzt nicht verfolgen. Oh, der läuft in Richtung Wolf, ne? Er läuft in Richtung Wolf. Wenn der Wolf den jetzt erlegt, wäre das eigentlich relativ doof für uns, ne? Die Frage ist, folgt er dem Hirsch? Das sieht eigentlich nicht so aus, ne? Nö. Hoppala. Ah, guck mal, so. Und hier waren wir in der Tat noch nicht. Stoff. Yeah, Stoff. Stoff, 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 Stoff. Buh. Stoff, 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 Stoff. Mr. Stoffman. Bring me some Stoff. Stoff, 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 Stoff. Make me so stoffy. As long as you hoff. Ja, das ist ja gut jetzt. So, und ich frage mich jetzt gerade erneut bei dem Schuss. Eigentlich würde ich sagen, der Schuss hat relativ gut gesessen. Aber der Pfeil war natürlich schon wieder relativ gut beschädigt. Und hätte das mit einem 100% Pfeil besser funktioniert. Das Ding ist halt, so genau weiß man das halt nie, ne? Und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, den Pfeil rauszuschmeißen. Wie viel Plusgrad habe ich denn eigentlich in so einem Auto? Minus 10, reicht immer noch nicht.
Sonst hätte ich gesagt, komm, wir schlafen hier mal ein Stündchen im Auto, um uns wärmetechnisch vielleicht ein bisschen besser zu schützen. Also um uns nochmal auf Vordermann zu bringen. Aber ja, die einzige Möglichkeit wäre jetzt im Prinzip gewesen, den Pfeil rauszuschmeißen aus dem Inventar. Und zu versuchen, es mit dem 100% Pfeil zu schaffen. Ne? Also, da habe ich echt null Erfahrungswerte. Kann ich nichts zu sagen, wie sich das mit einem kaputten Pfeil, also mit einem relativ kaputten Pfeil im Verhältnis zu einem neuen Pfeil verhält. Das ist, kann ich wirklich nichts zu sagen. So. Wir werden mal gucken, ob wir den Hirsch irgendwann mal wiederfinden. Er hat auf jeden Fall geblutet. Und das wiederum ist ja eigentlich ein relativ gutes Zeichen. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass wir den irgendwann irgendwo mal irgendwie finden. Die Frage ist, wo ist er hingerannt, ne? Er ist, wenn ich das richtig gesehen habe, ist er grob so in Richtung Insel des Menschenfeindes gelaufen. Guck mal, da kommen Krähen, die fliegen vor uns weg. So, wo habe ich die Brücke jetzt verpasst oder bin ich noch gar nicht da? Ich glaube, wir sind noch nicht da, ne? Die Brücke müsste da hinten erst noch kommen. Das Ding ist, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier in den Container, um mich mal kurz ein bisschen aufzuwärmen. Es ist relativ frisch. Also wir sind halt unterkühlt sind wir schon, ne? Und so mit Unterkühlungsrisiko ist ja prinzipiell erstmal doof, weil wir Zustand verlieren. Auf der anderen Seite haben wir nicht mehr so viel Tageslicht übrig. Na komm, wir machen das trotzdem. Wir gehen hier mal eben rein. Das speichert dann auch den Fortschritt. 3 Stunden Tageslicht. Ich warte mal ein Stündchen. So. Dann esse ich mal hier so ein Stückchen. So. So. Und dann gehen wir nochmal raus. 2 Stunden Tageslicht. Jetzt muss ich überlegen, ne? Wo ist die nächste Unterschlupfmöglichkeit von hier aus gesehen? Weil 2 Stunden Tageslicht sind jetzt auch nicht mehr so super viel. Ist immer noch neblig, minus 16 Grad. Es wird jetzt vermutlich auch eher erstmal wieder etwas kälter. Die nächste Unterschlupfmöglichkeit ist noch ein Stückchen zum Gehen, ne? Hier haben wir das Feuer gemacht für den Wolf, den wir ganz tapfer erlegt haben und auch noch hier ausgenommen haben. So, hier müsste die Brücke kommen, rechts. So, da hinten ist der Zahn, da wollte ich noch hin. Genau, weil ich nicht weiß, ob wir da schon waren. Und dann müsste da hinten eigentlich auch das letzte Auto sein, was ich glaube, hätte meinen zu müssen, dass es da wäre. Die Brücke war doch noch ein Stückchen weiter. Mensch, Klaus. War nämlich hier rechts. Dann machen wir erst das Brückelein. Da hinten läuft ein Wolf auf der Eisfläche. Ja, ihr seht das. Oder ich hoffe, ihr habt das gesehen, da. Er hat uns noch nicht gesehen. Und das wird er uns auch jetzt erstmal hier nicht, wenn wir hier lang gehen. Aber der wird uns im Weg stehen, ne? Wenn wir zum Zahn gehen. Selbst wenn wir in dieser Leiche schon waren, haben wir zumindest wieder ein paar Krähenfedern. Aber hier waren wir noch nicht. Sehr schön. Komm, gib mir irgendwas Spektakuläres. Eine Handgranate oder so. So, der Wolf entfernt sich von uns. Das ist gut. So, da hinten zu dem Auto müssten wir noch hin. Oh, der Wolf entfernt sich doch nicht von uns. Ich glaube, er kommt eher auf uns zu, ne? Kann das sein? Jo. Hilft aber nicht. Ich möchte hier zum Zahn. Da kenne ich ja nichts, ne? Denn rein theoretisch liegt hier einer. Aber auch nur theoretisch.
schon mal nicht ran. I say I hate being cold. Because I really do. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen den Wolf zerlegen. Hoffentlich. Das war so klar. Riss in der Kleidung. Verdammte Hacke. Ey, ohne Witz. So, Blutverlust ist übel. Infektionsrisiko 50% durch Wolfsbiss. Ich habe die Schuhe nicht rausgetan, ne? Okay, diesmal ist es relativ harmlos gewesen. Muss man sagen. So, wir haben jetzt aber hier im Prinzip alles gemacht, was wir machen wollten. Was bedeutet, da die Unterschlüpfe da näher sind? Ach nee, scheiße, das Auto. Verdammt. Okay, dann das Auto muss ich noch machen. Dann müssen wir da hinten bis zu den Fischerhütten da noch laufen. Das Auto müssen wir noch mitnehmen. Denn ich möchte hier rum eigentlich nicht nochmal diese Strecke laufen. Ah, zum Auto müssen wir noch. Das geht nicht anders. Ich habe mit dem Bogen in der Tat ein Problem. Ne? Wenn der Wolf im letzten Moment, wie er das gerade nochmal gemacht hat, einen Haken schlägt, dann habe ich wirklich ein Problem. Also ich persönlich habe dann ein Problem. Da fehlt mir echt noch ein bisschen so die Routine mit Pfeil und Bogen. So, mein Problem ist, ich habe jetzt auch gar nicht drauf geachtet, wo der Wolf letztendlich hingelaufen ist. Keine Ahnung, ob wir dem jetzt nochmal begegnen. Dumm ist, dass wir da vorne an die Leiche nicht rankommen. Das ist echt ein bisschen blöd. Aber gut. So, also ich weiß wirklich nicht, wo der Wolf hingelaufen ist. Wir werden uns jetzt da hinten schnell zum Container flüchten. 58% Zustand ist mal wieder eine Region, wo ich eigentlich nicht unbedingt hin wollte. Aber auch da machst du manchmal nichts. Deswegen werde ich jetzt auch so viel sprinten, wie es nur geht, damit wir möglichst ausgelaugt da hinkommen. Damit wir möglichst viel schlafen können. Was jetzt auch nur so eine halbwegs optimale Lösung ist, aber ist die einzige Lösung, die wir gerade haben. Damit wir durch das Schlafen möglichst viel Zustand wiederherstellen können. Das sollte zumindest so grob unser Ziel sein. So. Da sind wir angekommen. Stunde Tageslicht. Ich habe nichts zum Reparieren dabei, ne? Das ist wirklich tückisch. So Kopfbedeckung und sowas, ne? Das geht so schnell kaputt. Ohne Schal wäre es echt blöd, ne? Den müssten wir relativ fix mal reparieren, wenn wir denn die Möglichkeit dazu haben. Pass auf, den zerlegen wir mal. 5 Minuten. Passt schon. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Schade, das hat nicht funktioniert. 2 Pfeile haben wir nur noch. Wir müssten uns nochmal ein paar Pfeile bauen. So, komm, das müsste ja theoretisch in den Magen passen. Dann beißen wir hier nochmal rein und den Rest können wir morgen früh dann essen. So, nochmal ein bisschen trinken. Ach, ist das dumm gelaufen. So, pass auf, ich wollte mal gucken. Brennmaterial, haben wir ein bisschen was dabei? Wir haben nochmal Zedernholz gefunden. Das ist auf jeden Fall auch schon mal nicht schlecht. So. Wir werden jetzt 10 Stunden am Stück schlafen. Das reicht hoffentlich nicht, damit wir komplett ausgeschlafen sind. Es reicht zumindest, dass wir auf 100%, auf 89% Zustand gekommen sind. Nochmal was trinken. So. Das ist alles im grünen Bereich. Dann werden wir jetzt nochmal... War doch ausgereicht, um uns fast vollständig zu regenerieren. Wir werden jetzt nochmal ein bisschen warten.
Und dann werden wir schlafen. Es wird nicht mehr viel bringen, aber wir müssen eh ein bisschen Zeit totschlagen, in Anführungszeichen. So, gewichtstechnisch sind wir auch wieder unter 30 Kilo. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. Aber das Ding ist natürlich... Habe ich hier irgendwas Kleines zum Zerlegen? Das Ding ist natürlich, dass wir... 11 Minuten. Ja, 11 Minuten wird nicht ausreichen. Dass wir draußen jetzt so beschissenes Wetter haben, dass wir hier wieder nicht weg können. Ne? Jetzt ist die Frage, Stoff brauchen wir eigentlich gerade ad hoc nicht. Eher ein bisschen Holz. 2 Stunden. Das ist natürlich auch nicht wenig Zeit. Ne? 10 Stunden Tageslicht. Wir schlafen nochmal ein bisschen. Möglichst viel Zustand mitnehmen. Dann ist es draußen auch wieder ein bisschen wärmer und so weiter und so fort. Ne? Ihr kennt das ganze Spiel ja schon. Und ich glaube, jetzt gehe ich mal geduckt raus und guck mal, was draußen so abgeht. Denn wir befinden uns jetzt eigentlich wieder auf dem Rückweg zur Tankstelle. Also nicht nur eigentlich, wir befinden uns auf dem Rückweg zur Tankstelle. Ich würde hier aber gerne noch eine Angelhütte abklappern. Von der ich nicht genau weiß, ob wir da halt schon mal waren. Und das ist die da vorne, auf die wir gerade zulaufen, mehr oder weniger. So, da ist ein Wolf, der läuft noch, der lebt noch. Ich weiß halt nicht, ob wir den Wolf so verletzt haben, dass er hier irgendwo rumliegen würde. Wenn er das tut, kann ich ihn von hier zumindest jetzt gerade nicht ausmachen. Und da vorne ist nochmal ein Hirsch. Aber für einen Hirsch habe ich jetzt in der Tat mal sowas von überhaupt keine Zeit. Deswegen werde ich den auch in der Tat in Ruhe lassen. Nur mal eben zur Anglerhütte rüber. Also den Hirsch lassen wir Hirsch sein. So, und hier bin ich davon überzeugt, dass wir hier auch noch nicht waren. Ja, sehr gut. Okay, so. Und ich meine, ich bin davon überzeugt, dass das die letzte Anglerhütte war. Und wir haben natürlich auch hier mal wieder nichts gefunden. Pass auf, checken wir das nochmal. Diese Hütte werden wir auf jeden Fall besucht haben. Diese Hütte da werden wir auch besucht haben. Die anderen Hütten da hinten haben wir auf jeden Fall besucht, als wir entweder jetzt hier die Tage erkundet haben. Oder aber, als wir hier rumgelatscht sind. Und ich werde jetzt noch den Schlenker da hinten rum machen. Um zum einen zu gucken, ob da der Hirsch liegt, den wir angeschossen haben. Und es sieht fast so aus, als ob da ein Hirsch liegt. Da könnte ein Hirsch liegen. Aber natürlich auch, um das Fleisch da hinten mitzunehmen, was wir noch hier hingelegt haben. Und natürlich ist mir klar... Oh ja, ich glaube, da liegt wirklich ein Hirsch. Natürlich ist mir klar, dass wir dann extrem überladen sind. Und den Hirsch da hinten, da muss ich zumindest... Wo ist das Fleisch, was wir hier hingelegt haben? Ich bin mir sehr sicher, wir haben Fleisch hier hingelegt. Da hinten liegt das. Und da, bei dem Hirsch da hinten muss ich zumindest die Därme und die Haut mitnehmen. Ne? Da führt gar kein Weg dran vorbei. So, wie sieht es mit dem Fleisch aus? Mit der Haltbarkeit? 67%. Super. Nehmen wir mit. Ja, ja. Too heavy to carry ist deine Mutter. So, bedeutet natürlich, wir machen jetzt hier ein Feuer. Dafür haben wir aber ja Gott sei Dank ein bisschen Holz gesammelt. Das passt also. Und jetzt so im Nachhinein bin ich froh, und da können wir so 7%, bin ich froh, dass wir den Hirsch dann doch angeschossen haben. Lupe? Oh, Lupe funktioniert. Zedernholz? Ich mache das direkt mit dem Zedernholz. Dass wir den Hirsch angeschossen haben, denn zumindest haben wir dann nochmal ein Rehleder. Was wir verwenden können dann irgendwann mal. Und ich werde natürlich, wenn wir das irgendwie schaffen, temperaturtechnisch, zeittechnisch, werde ich natürlich nicht nur Därme und Leder, sondern natürlich auch das Fleisch mitnehmen. Ich werde das Feuer jetzt hier so gut es geht anheizen. Ich werde mich, bevor wir den Hirsch zerlegen, nochmal gerade kurz orientieren, wo wir denn sind und in welche Richtung wir im Zweifel laufen müssten, um sicheren Unterschlupf zu finden, wenn ein Sturm auftauchen sollte. Ja, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. So. Perfekt. Ich werde auch jetzt hier in der Tat direkt mal das so machen.
Okay, also quasi so 90 Grad von der Blickrichtung vom Kopf. So, und ich werde das hier jetzt erstmal so machen. Einen Darm. Okay, ich muss noch ein bisschen Saft draufpacken. Zumindest packe ich mal zwei Stöcke drauf, damit wir ein paar Plus-Temperaturen haben. Und zumindest das Unterkühlungsrisiko halt runtergeht. Ne? Das wäre ja durchaus sinnvoll, das so zu machen. So, dann nehmen wir die Haut aus. Aber nee, nehmen wir nicht. Machen wir das mit. Machen wir das erst das Fleisch. Wir machen erst das Fleisch, glaube ich, ne? Ja, wir machen erst das Fleisch. Ich mache das mal in 4 Kilo Schritten. Dauert dann halt nur 20 Minuten, ne? Das ist, glaube ich, okay. 24 Minuten, 40 Minuten, eine Stunde mit der Hand. 28 Minuten, so, das können wir machen. So, und natürlich werden wir jetzt schwer sein. Das ist aber jetzt gerade wirklich erstmal egal. So, jetzt gerade noch mal kurz gucken, dass wir hier nicht aus Versehen von einem Wolf überrascht werden. So, und jetzt werden wir hier mal kurz das Fleisch garen. Wie gesagt, ich müsste das jetzt nicht garen, das Feuer brennt aber einmal. Und auch wenn wir das mit einer Lupe angemacht haben, es wäre einfach totale Verschwendung, das Fleisch nicht hier schon zu garen. Also lieber irgendwann mal ein Stück Fleisch weggeschmissen. Als irgendwann irgendwo stehen und keine Materialien mehr zur Verfügung zu haben, um das Fleisch zu garen. Deswegen ist das durchaus in Ordnung, das so zu machen. 6 Minuten, 4 Minuten. Und jetzt ist genau das aufgetreten, was ich befürchtet habe. Aber wir haben noch relativ gute Sicht. 47 Kilo schwer sind wir allerdings. Das heißt, ich werde mal ganz kurz ein bisschen Gewicht reduzieren hier, so gut es geht. So. Und so. Und da die Sicht noch relativ gut ist, werde ich mich jetzt da vorne in die Schneehütte verpieseln und da drin nochmal ein Feuer machen. Wir haben noch genug Material, um ein Feuer hinzukriegen. Bei den Temperaturen möchte ich aber jetzt nicht bis zur Tankstelle latschen, mit dem Gewicht auch nicht. Das heißt, wir werden dann nochmal ganz in Ruhe ein Feuer machen, das Fleisch zu Ende braten. Haben einen Schlafsack ja dabei, ne? Wir können durchaus in der Hütte noch ein bisschen überwintern, sage ich mal in Anführungszeichen. Aber ich sag das so, ne? Ich muss jetzt nochmal gucken, ob wir wirklich noch genügend Materialien haben, um ein ausreichend warmes Feuer zu machen. Wir haben auf jeden Fall zweimal Kohle dabei, ne? Das müsste eigentlich funktionieren. Auf der anderen Seite, so weit ist es auch nicht mehr bis zur Tankstelle. Das Problem ist, wir können jetzt gerade nicht sprinten. Da ist zwar natürlich generell die Frage, ob wir das generell hinkriegen. So, Lupe funktioniert natürlich nicht, ne? Jesus, it's cold. Zweimal Altholz. Ja, komm, das passt aber. Wir machen hier nochmal ein Feuer. Wir werden das restliche Fleisch nochmal garen. Vielleicht nochmal ein bisschen Wassernachschub machen, je nachdem. Risiko einer Unterkühlung. Ja, das kriegen wir jetzt gleich auch wieder weg. Damn. Freezing. Ja. Es wird jetzt gleich wieder muckelig, Lizzie. Es wird gleich wieder muckelig. So, das war mir jetzt einfach ein zu hohes Risiko, um jetzt von hier noch zu Fuß bei dem schlechten Wetter Richtung Tankstelle zu laufen. Dann lieber hier ein Feuer machen. Ich gucke gerade mal, ob das reicht von der Temperatur. Es müsste eigentlich, müssten wir in den Plusbereich kommen. Perfekt. So. Lieber hier jetzt nochmal ein Feuer machen, das restliche Fleisch garen, ein bisschen abwarten, gucken, wie sich das Wetter draußen entwickelt. Wir haben noch zweimal Kohle dabei, die auf jeden Fall dazu führt, dass wir das Feuer noch ein paar Stunden länger brennen lassen können, was in Ordnung ist, denke ich mal. 1 Grad plus haben wir nur noch. Ja, 0 Grad. Minus 1 Grad. Alles gut, ich gare gerade das Stück Fleisch noch zu Ende und dann werfe ich ein Stück Kohle rein. Das müsste eigentlich passen dann. So, ich mache aber nur ein Stück Kohle rein. Ne? Das ist ja im Prinzip erstmal
völlig ausreichend. Boah, und es ist so laut, ne, mit dem Sturm draußen. So, und jetzt gucken wir mal. Habe ich sonst noch irgendwas, was ich tun kann hier gerade? Nö, eigentlich nicht, ne? Hier kann ich auch nichts wirklich machen. Ich könnte Fleisch essen. Reparieren kann ich nichts. Das ist alles gut. Okay, pass auf. Dann beiße ich doch in der Tat hier mal in ein Stück Fleisch rein. So. Und trinke auch nochmal was. Perfekt. So, und dann sage ich ganz ehrlich, draußen ist Sturm. Wir machen hier nochmal ein bisschen Wasser. Es wird auch kälter. Nur gut, dass wir das Stück Kohle noch reingeschmissen haben. Sage ich mal ganz ehrlich so. Und letztendlich habe ich gerade überhaupt kein Problem damit. Ne? Wir haben noch ein Stück Kohle, was noch mal anderthalb Stunden oder so Brenndauer bringt. Und solange wir hier draußen sitzen, kriegen wir auf jeden Fall kein Lagerfeuer. So, pass auf. Alles umlagern. Zack. So. Ich mache mir nämlich jetzt hier nochmal 5 Liter Wasser. 4 Grad schon nur noch. 3 Grad. Krass, ne? Wie trotz Stück Kohle, also 39 Grad Heizleistung haben wir insgesamt jetzt. So. Das ist schon nicht ohne, ne? So, ich werde nochmal hier so ein kleines Stück Fleisch essen. Damit wir so Kilostücke behalten. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben, weil ich eigentlich das gute Fleisch nicht unbedingt so dringend wegkriegen will. Wenn ich das mal so sagen darf. Minus 9 Grad. Warum war das denn jetzt so? Mal kurzfristig. War das, weil wir Wasser getrunken haben und das eisig kalt war? Man weiß es nicht. 594 Kalorien, also knapp 600. Pass auf, wir machen jetzt nochmal 5 Liter Wasser. Ich schmeiß die Kohle jetzt hier rein noch. Es sieht nicht so aus, als ob der Sturm in naher Zukunft nachlassen würde. Und selbst wenn er das tun würde, wäre es auch nicht schlimm. So, wenn der Sturm jetzt, wenn das Feuer ausgehen sollte irgendwann mal, dennoch nicht nachgelassen hat, dann haben wir echt ein relativ großes Problem. Aber während der Klaus so einen Schmarrn erzählt, ist es auch schon passiert. So. Jetzt ist ja echt die Frage, ne? Was machen wir jetzt hier noch? Umlagern. So. 7 Stunden Dunkelheit übrig. Das reicht. Im Prinzip würde das reichen zum Schlafen, ne? Aber das Feuer brennt nicht mehr so lange. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mir jetzt eher nochmal kurz zwei Liter Wasser machen. Zweieinhalb Liter Wasser machen. Und dann mit einem Fackelstock aufbrechen Richtung Tankstelle. So wäre zumindest jetzt mein Plan. Und nochmal eben was trinken. Und mit dem Gepäck, was wir jetzt wirklich inne haben, wobei wir jetzt erstmal einen Cut machen werden, mit dem Gepäck, was wir jetzt inne haben, uns wirklich auf den Weg zur Tankstelle machen. Ich mache jetzt hier nochmal einen Trinky-Trinky. So. Ah, pass auf. Wir machen das anders. Ich hoffe, dass das ausreichend ist, um noch einen Fackelstock mitzunehmen. Stunde Schlafen zum Speichern. Dringend notwendig hier. Hat nicht gereicht, um noch einen Fackelstock rauszunehmen. Schade. Egal. So. Ich habe gerade echt gedacht, ich höre hier draußen irgendwas wandern. Okay, so. Wir machen hier einen Cut. Hat doch letztendlich auch relativ gut funktioniert, wenn man mal von dem Wolfszwischenfall absieht. Aber manchmal steckt man halt nicht drin, ne? Zum Glück, trotz Riss in der Kleidung, hat der Wolf diesmal nicht so intensiv zugebissen. Wir haben jetzt noch mal ein bisschen Fleischnachschub bekommen, was ich nicht schlimm finde.
Das nehmen wir jetzt mit zur Tankstelle, legen das ans Auto wieder, weil Kofferraum wahrscheinlich voll sein wird. Werden uns dann wie gehabt an den Plan halten, einfach das Fleisch zu essen, was am niedrigsten Wert hat, den niedrigsten Zustandswert hat. Und dann klappt das schon. Ja, und das steht erstmal in der nächsten Folge an. Vielleicht werden wir in der nächsten Folge dann auch schon zumindest planen, zum Desolation Point zu gehen, um uns neue Pfeilspitzen zu machen. Muss ich aber mal gucken, wie wir in der nächsten Folge vorankommen. Und vor allen Dingen will das auch echt nicht, also das will gut geplant sein. Weil wir natürlich gewichtstechnisch, wir müssen ein bisschen Fleisch, also Nahrung auf Vorrat mitnehmen, damit wir ordentlich schmieden können. Und wir werden bestimmt 5, 6, 7 Kilo Fleisch sollten wir vielleicht mitnehmen. Müssen wir mal gucken, ob wir uns auf Hochkalorienfleisch, also entweder Bär, wenn wir noch Bär haben, ansonsten Reh, wirklich mitnehmen, damit wir gut versorgt sind, ne? Denn wir werden da ein bisschen bleiben, um die Pfeilspitzen zu schmieden. Brauchen wir ein bisschen Zeit für. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren, das Däumchen oben nicht vergessen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Long Dark mit Lizzie auf Interloper wieder. Bis dahin, tschüss und einen schönen Abend.